Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Flashback-Spieler-SBC mit Joe Gomez und die hat er aufgrund seiner FIFA 20 Totskarte bekommen, ganz einfach. Und wir schauen uns den Spieler an und gehen dann gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler, denn günstig ist er nicht, circa 580.000 Coins, das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Joe Gomez, bekannt dafür natürlich für den, Cheap Varan, und das ist er hier quasi auch, denn ein Varan in der Flashback-Spielerversion hat zum Team of the Year Event circa, ich glaube, 1 Million sogar gekostet, also fast das Doppelte. Hat Varan gekostet, natürlich waren das, ist da schon ein bisschen her und aber 93 bewertet, das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die Karte an, später dann die Lösung. 93 ist er, wie gesagt, bewertet. Es gab mal eine Versus-Karte, ich glaube Feuer-Eis müsste es gewesen sein, 86 bewertet und jetzt hat er halt die Flashback-Spielerkarte. Alle Karten von ihm sind immer richtig gut, gerade zum Anfang von FIFA. Eigentlich immer eine Cheap-Version von Varan tatsächlich. Und mit über 80 Tempo, das ist für den Anfang immer wirklich sehr, sehr gut. 3-Sterne-Skills, 3-Sterne-schwacher Fuß mit den Arbeitsraten Mittel-Mittel. Ja, auf die Arbeitsraten sollte man jetzt nicht so viel Wert legen. Mittel-Hoch wäre in dem Fall oder Niedrig-Hoch. Wäre vermutlich für ein IV etwas besser. Was mir hier tatsächlich sofort auffällt, die Stats sehen overall richtig stark aus. Also wir haben hier einen Reaktionswert von 99, aber was mir auffällt, ist tatsächlich der Versatz zwischen Antritt und Sprintgeschwindigkeit. Da ist auf jeden Fall der Unterschied ein bisschen zu doll. Schade eigentlich, hätte er beides so 95 gehabt, hätte man ihm, einfach einen Anker geben können, oder auch wenn er jetzt 92 beides hätte oder 91, hätte man eher einen Anker geben können, und so ist man quasi eigentlich schon verpflichtet, ihm einen Shadow als Campstyle zu geben, damit er einfach aus dem Arsch kommt, ne? Das muss man ja ganz ehrlich so sagen. Alles andere, das sieht hier wirklich rund aus mit 98 Passspiel. Wir haben auch bei der Ausdauer 87, das ist nicht negativ, das ist sehr gut, gerade für ein IV, wir haben einen guten Balancewert, also alles da auch im grünen Bereich, die Karte sieht schon gut aus und weit werfen, das kann er auch noch. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in die SBCs und wir haben vier Stück, zählen kann ich noch. Und es gibt ein paar kleinere Packs zurück. Wir haben hier zum einen ein Prime Electrum Spieler Pack im Wert von 20.000 Coins und ein Premium Gold Spieler Pack im Wert von 25.000 Coins. Joa, aber schön rechnen sollte man es sich nicht. Wir haben folgende Bedingungen in der ersten SBC. Wir brauchen einen Liverpool-Spieler, einen Team of the Week-Spieler, eine Teamgesamtbewertung von mindestens 85, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt nach Release genau 7 Tage Zeit, das Ganze abzuschließen. Schade eigentlich, hätten sie ruhig auch 14 Tage machen können oder sogar länger. Ich finde, der Zeitraum gerade für so eine SBC, die ja schon über 500.000 Coins kostet, könnte einfach ein bisschen länger sein. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Und das war der erste Streich und dieser kostet euch circa 95.000 Coins. Also, weiter geht's mit der England-SBC und hier benötigen wir, wie es der Name schon verraten hat, einen Engländer, Teamgesamtbewertung mindestens 86, Teamchemie 65 und auch hier natürlich 11 Spieler, und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go.
Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 115.000 Coins. Premier League ist die nächste SBC und hier benötigen wir mindestens einen Premier League Spieler. Ebenfalls einen Team of the Week Spieler. Teamgesamtbewertung 87, Teamchemie 50 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die dritte SBC bereits abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 165.000 Coins. Und nun kommen wir zum Abschluss dieser SBCs. Und Topform. Hier brauchen wir einen Team of the Week Spieler. Da haben wir Volland genommen. Teamgesamtbewertung mindestens 88. Ja, es wird schon knackig und es wird auch teuer. Und wir brauchen auch hier 11 Spieler. Und ein letztes Mal gehen wir gemeinsam hier durch die SBC und dann haben wir es geschafft. Joe Gomez gehört euch in der Flashback-Spielerversion. Let's go. Und damit haben wir alle SBCs erfolgreich abgeschlossen. Gerne mal eure Meinung zu der Karte in die Kommentare. Also ja, es gibt auch einen Laporte, den könnte man auch nehmen. Ist glaube ich sogar 94 bewertet. Kostet vermutlich sogar ein bisschen weniger. Aber es ist ein Joe Gomez Flashback-Spielerkarte. Ist schon nicht schlecht. Und wenn wir uns überlegen, ja, vielleicht kommt noch der ein oder andere Liverpool-Spieler noch dazu. Gute Links braucht man immer und wer momentan ohnehin ganz viele Upgrade Packs und Picks macht, ja, der kann sich den auch eigentlich easy craften. Apropos easy craften, wir machen bei mir im Stream eigentlich jedes Icon Pack, sofern es eine Moments ist, und morgen, da will ich nochmal 100 Player Picks öffnen und dann machen wir meine nächste Icon Moments auf. Also wenn ihr möchtet, kommt gerne bei Twitch vorbei, ich würde mich freuen. Und wenn ihr auch kein Video hier auf YouTube verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen. Peace.